Ich liebe Mehlspeisen. Also Apfelstrudel, das ist ja jeden zweiten Tag. Habe ich irgendwas brav gemacht für mich, dann passt das. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist Talent sicherlich ausschlaggebend. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo man noch ein fleißig sein muss. Also mit Talent kommt man, glaube ich, schon relativ weit. Aber dass man es dann ganz bis nach vorne schafft, da braucht man dann auch einfach Fleiß dazu. Als Kind ist natürlich immer, man macht das gern, was man gut kann, wo man gut ist, wo man vielleicht auch mal einen Preis dafür bekommt. Aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, nicht immer nur auf das Endergebnis zu fokussiert zu sein, sondern auch einfach das Erlebnis, das Spiel oder die Bewegung zu sehen. Und wenn das Spaß macht und man danach sagt, ja, ich habe das gemacht, dann denke ich, ist das sicher eine Sportart, wo man dabei bleiben soll. Ja, es hat bei mir zu Hause nie ein Gameboy zum Beispiel gegeben. Also da gibt es auch ganz, ganz wenige Kinder in meinem Alter. Wir haben keine Spielkonsole, wir haben absolut nichts gehabt und sind auch glücklich gewesen. Ernährung, die Nahrung ist der Brennstoff für den Körper. Also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und ich mache mir sehr, sehr viel Gedanken drüber. Ist schwierig zu sagen. Also ich probiere sämtliche Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, E-Nummern, Aromen etc. einfach irgendwie wegzulassen und einfach diese sehr ursprünglichen Produkte, die was einfach so sind, helfen da natürlich. Ich bin immer sehr, sehr viel geklettert, ich habe Leichtathletik gemacht, ich bin sehr, sehr viel gelaufen, ich habe auch geturnt, also ich habe alles Mögliche gemacht und wir probieren da heute noch immer so viele Sportarten wie möglich ins Training einzubauen und ich muss mich da absolut nicht verstellen. Also das, was ich bin, das bin ich und gesunder Lebensstil, das war mir immer schon sehr, sehr wichtig, weil dadurch hat man einfach Energie, man fühlt sich gut. Ich habe dadurch Spaß und Freude den ganzen Tag lang, wenn es mir gut geht. Und ich denke, Gesundheit ist da einfach Voraussetzung und gesund bin ich wahrscheinlich durch Sport und gesunde Ernährung.